herzlich willkommen zu diesem Weihnachtslehr-Lernvideo. Sie haben es vielleicht bemerkt, es gibt ein neues Intro. Das stammt natürlich nicht von mir, klingt nämlich viel zu professionell. Das stammt von einem Hörer namens Kai. Herzlichen Dank für dieses neue Intro. Wer das überbieten kann, soll sich bitte melden und vielleicht kriegen wir dann noch besseres Intro. Gut, jetzt sind wir hier im Kapitel über Matrizen und dort war K stets ein Körper. Und dann möchte ich in diesem Video machen den Abschnitt Paragraph 7.1, den haben wir aber schon angefangen in der Vorlesung. Da hatten wir schon 7.1.1 gemacht. Da hat man den Begriff der Darstellungsmatrix einer linearen Abbildung zwischen endlich-dimensionalen Vektorräumen bezüglich zweier Basen, zweier geordneter Basen genauer gesagt, definiert. Und das will ich kurz wiederholen. Also das war folgendes. Es war Definition 7.1.1, seien V und W K-Vektorräume mit Basen V und W. Also V soll natürlich eine geordnete Basis von V sein und W eine geordnete Basis von W. Und ja, bei V habe ich die Basis V1 bis Vn, bei W die Basis W1 bis Wm. Insbesondere ist V ein n-dimensionaler Vektorraum und W ein m-dimensionaler Vektorraum. Und eine Matrix A aus K hoch M kreuz N, ja, also mit m Zeilen und n Spalten, heißt Darstellungsmatrix einer linearen Abbildung f von v nach w bezüglich der Basen v und w. Falls gilt, dass f dasselbe ist wie zuerst Koordinaten bezüglich v nehmen. Ja? Also ich kann hier einen Vektor erst Koordinaten bezüglich V nehmen, von einem Vektor in Groß V, und dann dieses Tupel der Koordinaten ist ja dann ein N-Tupel von Elementen von K, in FA reingeben, das heißt, diesen Vektor von rechts an die Matrix A dran multiplizieren, ja, also Matrix mal Vektor. Und dann, ja, dann bekomme ich ja ein M-Tupel über K. Kann ich da die Vektorabbildung bezüglich der W anwenden. Das heißt, ich bilde dann eine Linearkombination der Vektoren WI mit den Koeffizienten, die von diesem Tupel kommen, was ich bekommen habe, indem ich A mit den Koordinaten bezüglich der Basis V multipliziert habe. Ja? Okay, also alles ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ja, also das F ist gleich weg W nach FA nach Koord V. Und da haben wir ja ein Bildchen gemalt, da wird es dann vielleicht verständlicher oder vielleicht auch unverständlicher, wer weiß. Also das Bildchen war ja das folgende. Also ich habe hier meine Vektorräume V und W. Ich habe dazwischen die Abbildung F von V nach W. Lineare Abbildung. Ich will sie irgendwie darstellen durch eine Matrix. Dazu muss ich erstmal eine geordnete Basis hier fixieren. Ja. Geht natürlich nur, wenn der Vektorraum endlich dimensional ist. Und hier genauso. Die nenne ich V Unterstrich und W Unterstrich, diese beiden geordneten Basen. Dann nehme ich hier die Koordinatenabbildung bezüglich der geordneten Basis V, diesen Isomorphismus von V nach K hoch N. Dann nehme ich hier die Abbildung, die aus einem N-Tupel über K, von einem N-Tupel von Elementen von K durch Multiplikation mit der Matrix A von links, also das Matrix mal Vektormultiplikation, ein M-Tupel macht. Also x wird abgebildet auf a mal x. Das war ja gerade die Abbildung fa. Und dann lande ich ja im k hoch m und dann nehme ich hier die Vektorabbildung bezüglich der Basis w. Und die ist ja auch ein Isomorphismus. Gut, das heißt, wir hatten das schon, ja. Und in der Vorlesung habe ich das alles schon erklärt. Da habe ich nochmal explizit hingeschrieben, was die Koordinaten und die Vektorabbildung wirklich machen. Das mache ich jetzt mal nicht mehr.
Also jedenfalls, das war 711. Und jetzt, das hört sich alles sehr abstrakt an, aber ich glaube, es ist wichtig, weil es ist die Idee gut erklärt. Die Idee ist eben, ja, man will diese lineare Abbildung F irgendwie beschreiben durch eine Matrix. Welche Abbildungen kann man denn durch Matrizen beschreiben? Naja, es gibt ja diese Matrix mal Vektor. Da haben wir ja diese Abbildung von k hoch n nach k hoch m, die wir so beschreiben können mit einer m kreuz n Matrix. X wird abgebildet auf a mal x, wobei a diese m kreuz n Matrix ist. Ja, das waren so diese Abbildungen, die durch eine Matrix gegeben sind. Das war eigentlich diese Abbildung FA. Ja, also ich kann so ganz bestimmte Abbildungen durch lineare Abbildungen durch eine Matrix beschreiben, von k hoch n nach k hoch m. Wissen aber, jeder endlichdimensionale K-Vektorraum ist eigentlich isomorph zum k hoch n, beziehungsweise k hoch m für ein n und m. Das heißt, wenn V ein endlichdimensionaler Vektorraum ist und W auch, dann kann ich einfach eine Basis fixieren und kriege hier einen Isomorphismus mit der Koordinatenabbildung von v nach k hoch n. Die Umkehrabbildung wäre die Vektorabbildung bezüglich v. Und hier habe ich mal die umgekehrte Abbildung angeschrieben. Dann hier habe ich die Vektorabbildung bezüglich w. Ja, und ist halt die Idee jetzt, dass ich die Abbildung f beschreibe, indem ich erstmal von v nach k hoch n gehe mit einer Koordinatenabbildung und dann von k hoch m nach w mit einer Vektorabbildung. Ja, und diese Idee liegt irgendwie nahe, ja, also dass ich irgendwie alles zurückspiele auf den Fall des k hoch n, beziehungsweise k hoch m. Ja, und dazu brauche ich eben diese beiden Basen. Ja. Nun ist es zwar die Idee ganz fein, also später werden wir dann sehen, dass es die Darstellungsmatrix ist, es gibt nur eine. Das werden wir sogar jetzt dann ganz gleich sehen. Also ich hatte das alles in der Vorlesung wie schon gemacht. Das war jetzt reine Wiederholung. Ja. Und jetzt machen wir aber weiter. 712. Das hatte ich ja eigentlich in der Vorlesung auch schon dann mündlich erwähnt. 712. Das ist jetzt eine Bemerkung. Also in der Situation von 711 gilt. Also da mit der Situation meine ich eben hier die Voraussetzungen von 711, ja, also dass V und W K-Vektorräume mit Basen V und W, geordneten Basen V und W sind. In dieser Situation gilt, dass Stern, Bedingung Stern, äquivalent ist zu, machen wir den Pfeil ein bisschen länger, weil da kommt eine Begründung oben drüber. Das Äquivalent ist zu Chord, oder machen wir das wieder mit dieser Farbe. So, also dass das Äquivalent ist zu Chord W nach F gleich FA nach Chord V. Okay, so, also das ist, wie kriege ich das? Oder warum ist Stern, also diese Gleichung hier zu dieser äquivalent? Naja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich kann einfach, also wenn diese Gleichung gilt, dann kann ich von links noch die Funktion Chord W dahinter schalten. Ja. Chord W geht ja von W nach K hoch M. Das kann ich also sicher hinter F schalten. Ja. Und dann kriege ich hier Chord W nach F und dann schalte ich es auf der rechten Seite auch dahinter. Aber Chord W und weg V sind ja invers zueinander. Das heißt, Chord W nach weg V ist ja die Identität. Das heißt, ich bekomme dann hier einfach die Identität nach FA nach Koord V. Naja, und dann haben wir hier also, das ist FA nach Koord V. Und umgekehrt, wenn das da gilt, warum kriege ich dann Stern zurück? Naja, da schalte ich eben weg W auf beiden Seiten dahinter. Dann habe ich also hier weg W nach FA nach Koord V. Ja? Und links, wenn ich weg W hinter Koord W schalte, das,
Ja, die beiden sind auch invers zueinander. Das wird dann die Identität und dann steht nur noch F da. Gut, also die Begründung hierfür ist einfach, dass weg W oder die Umkehrfunktion von weg W die Koordinatenabbildung bezüglich W ist. Also Vektorabbildung und Koordinatenabbildung, die ist die Koordinatenabbildung bezüglich W. Gut. Und ja, und jetzt hier habe ich ja eine Gleichheit von zwei linearen Funktionen. Ja, Hintereinanderschaltungen von linearen Funktionen sind linear und besteht, dass zwei Funktionen von V, lineare Funktionen von V nach K hoch M gleich sind. Und die sind natürlich gleich, wenn sie auf einem erzeugenden System, genau dann, wenn ich ein festes erzeugendes System von V habe, dann sind sie gleich, genau dann, wenn sie auf diesem erzeugenden System übereinstimmen. Das wissen wir ja. Gut, das heißt, ich kann das einfach auf einem erzeugenden System überprüfen und dann nehme ich einfach die Basis, die ist ja insbesondere ein erzeugendes System. Okay, also dann habe ich also, das ist genau dann der Fall, wenn. Und ja, dann, wie viele Basiselemente habe ich hier? N Stück. Genau dann, wenn für alle i aus 1 bis n gilt, dass diese Funktion ausgewertet in Vi gleich dieser Funktion ausgewertet in Vi ist. Ja, nach der Definition der Hintereinanderschaltung von Funktionen, wie werte ich da aus? Naja, Koord W von f von Vi gleich fa von Koord V von Vi. Ja, aber was ist die Koordinatenfunktion angewandt auf Vi? Was sind denn die Koordinaten von Vi bezüglich der Basis V? Bezüglich der geordneten Basis V. Naja, also Vi ist ja das ite-Element von dieser geordneten Basis V und deshalb ist das einfach der ite-Einheitsvektor hier. Also das ist der ite-Einheitsvektor. Naja, und was ist denn a mal ei? Naja, also wenn Sie sich überlegen, wie man eine Matrix mit einem Vektor multipliziert, also es ist ja erstmal einfach a mal ei. Matrix mal Vektor, ja. Und ja. Und übrigens, das ist natürlich der ite-Einheitsvektor im k hoch n, so ist es zu interpretieren, weil Koord V geht ja in den k hoch n. Und es passt also, weil A ist eine m kreuz n Matrix, die hat n Spalten, also kann ich sie mit einem Vektor der Länge n multiplizieren. Und was kommt denn da raus, wenn ich das mit dem ite-Einheitsvektor multipliziere? Da steht ja im ite-Einheitsvektor steht an der ite-Stelle eine 1 und sonst lauter Nullen. Da sieht man ja, da kommt natürlich die ite-Spalte von a raus. Also das ist einfach die ite-Spalte von a. Ja, schreibe ich vielleicht mal in Worten hin, ist gleich ite-Spalte von a. Genau. Und das heißt, was mache ich denn hier? Ich habe einfach, ja, ich habe hier einfach, dass die ite-Spalte von a, dass in der ite-Spalte von a sozusagen die Koordinaten bezüglich w stehen, ja, in der richtigen Reihenfolge natürlich, von Bild und der f natürlich. Vom ienten Basisvektor von meiner geordneten Basis V. Ja? Also, kurz gesagt, um sich's besser zu merken, könnte man einfach sagen, so als Faustregel, in den Spalten stehen die Koordinaten der Bilder der Basisvektoren. In den Spalten stehen die Koordinaten der Bilder der Basisvektoren. Ja, also das zeigt mir eine ganze Menge eigentlich. Das zeigt erstens mal, dass es immer eine Darstellungsmatrix gibt zu einer gegebenen linearen Abbildung zwischen Vektorräumen bezüglich zweier geordneter Basen. Also bezüglich fester geordneter Basen. Dazu müssen natürlich die Vektorräume endlich dimensional sein, sonst könnten die Basen gar nicht existieren. Also es gibt immer eine Darstellungsmatrix.
Und ja, weil ich kann ja einfach eine Matrix nehmen und kann in die i-te Spalte diese Koordinaten, dieses Koordinatentupel reinschreiben vom Bild des i-ten Basisvektors, ja. Koordinaten natürlich bezüglich der Basis in W, die ich habe, und hier in V habe ich, meine ich mit dem i-ten Basisvektor natürlich den i-ten Vektor in dieser festen Basis V unterstrich. Aber ich kann, es gibt immer eine Darstellungsmatrix in dieser Situation bezüglich dieser Basen V und W. Genau, und es gibt auch höchstens eine natürlich, weil sie ist ja da, ja, ich weiß ja, wie sie ausschaut. In der i-ten Spalte müssen die Koordinaten der Bilder der Basisvektoren stehen. Und ich weiß auch, wie ich sie im Prinzip, wie ich sie ausrechnen kann. Ja, ich muss nur, ja, ich muss natürlich das Bild des i-ten Basisvektor bilden können und dann die Koordinaten bezüglich dem j-ten Basisvektor für jedes Jahr oder die Koordinaten bezüglich der gegebenen Basis von W ausrechnen können. Ja gut, okay, das ist jetzt doch sehr konkret geworden nach dieser abstrakten Idee hier. Es ist jetzt doch sehr konkret. Ja, dann sollten wir vielleicht eine Notation gleich noch nachschieben, ja, wenn es jetzt schon immer diese eindeutig bestimmte Darstellungsmatrix gibt. Notation 713. Und zwar M von F, V, W soll stehen für das eindeutig bestimmte A aus dieser Definition, also einfach für die Matrix, in deren i-ten Spalte die Koordinaten des Bildes des i-ten Basisvektors steht, des Bildes unter F. Gut, natürlich Koordinaten bezüglich W und natürlich der i-te Basisvektor ist der i-te Vektor in der geordneten Basis V. Gut, machen wir Beispiele. Wir haben ja unseren Fundus an Beispielen von linearen Abbildungen. Versuchen wir da mal so weit wie möglich Beispiele draus zu ziehen. 714 Beispiele. Also, erstens mal. Ja, gut, ich nehme, da kam immer ganz oft der R2 vor. Und deshalb lasse ich jetzt, bezeichne ich mit E Unterstrich wieder die Standardbasis des R hoch 2. Die besteht aus den beiden Einheitsvektoren. Der erste ist 1, 0 und der zweite ist 0, 1. Das ist die Standardbasis des R hoch 2. Und die werden wir jetzt ein paar Mal hier benutzen. Und unser erstes Beispiel einer linearen Abbildung war ja dieses R-Phi, wobei Phi eine reelle Zahl ist, ja, die für einen Winkel steht. Und diese Abbildung geht dann von R hoch 2 nach R hoch 2 und das war die Drehung um Phi. Ja. Um Phi. Zum Beispiel, wenn Phi gleich Pi ist, wäre es eine Drehung um 180 Grad. Gut. Und Pi, die Kreiszahl, meine ich da natürlich. Ja, ich appelliere an Ihr Schulwissen oder Ihr Wissen, was Sie in der Analysis schon bekommen haben oder in Kürze erhalten werden. Gut. Dann R Phi. Dann brauchen wir jetzt die Koordinaten der Bilder der Basisvektoren, um die Darstellung bezüglich der Standardbasis. So, also jetzt habe ich ja eigentlich, muss ich zwei Basen wählen, eine auf R hoch 2 und eine auf R hoch 2. Die könnten auch verschieden sein, ja, also im Definitions- und Zielbereich. Aber ich nehme jetzt hier dieselbe. Ich nehme einfach immer die Standardbasis, sowohl hier als auch hier. Das ist das Einfachste. Und dann brauchen wir die Koordinaten der Bilder der Basisvektoren. Also erstmal den ersten Basisvektor, das Bild, also R-Phi von E1. Das heißt, ich drehe um 90 Grad, um den Winkel Phi, den ersten Einheitsvektor. Ja. Und dann brauche ich R Phi von E2 und dann muss ich das jeweils schreiben als Linearkombination wieder der Standardbasis. Ja, das ist natürlich einfach als Linearkombination der Standardbasis zu schreiben.
Da muss ich einfach nur die Komponenten auslesen. Ja. Okay, also das ist, also was ist, machen wir ein Bildchen vielleicht, was ist Rphi von E1? Also hier ist die erste Achse und hier ist die zweite, und die ist vielleicht jetzt schief, so. Hier ist die zweite Achse und ja, hier 1, 1, so, also das ist hier einmal eine Reliachse, hier noch eine Reliachse, die zweite Achse und ich habe die beiden Einheitsvektoren, der erste, wenn ich ihn als Punkt sehen will, dann ist er eben hier, ja, und der zweite, also sehen wir mal ruhig als Punkt E1 und der zweite ist hier, E2. Und dann drehe ich ihn ja und dann ja, kommt er ja irgendwo, ja, vielleicht sieht man ihn, vielleicht ist es sogar besser, ihn als Vektor gleich zu sehen. Also das kann man sich vielleicht sogar besser vorstellen, dass ich die Dinger da am Nullpunkt jetzt drehe, also das E1 halt um den Winkel Phi drehe. Ich weiß nicht, was der Winkel Phi ist, sagen wir mal, das ist irgendwie sowas. Das wäre jetzt ein relativ kleiner Winkel. Und dann kriege ich hier ja, dann machen wir das ruhig mal in Gelb, dann kriege ich hier ja irgendwie das Rphi von E1. Und wenn ich hier um denselben Winkel drehe, kriege ich hier das Rphi von E2. Ja, und die blauen Dinger hier, die, okay, und ja, genau, wo ist denn, ja, sollten Sie vielleicht wissen, dass Rphi von E1 gleich Cosinus Phi Sinus Phi ist. Ja, also das entweder irgendwo aus der Schule oder so, oder, ja, so, wie man das begründet, hängt natürlich auch davon ab, wie man den Cosinus definiert hat und so. Deshalb, ich überlasse das jetzt Ihnen, das ist nicht Stoff der linearen Algebra. Hier ist Cosinus Phi und hier ist, ja, ist schwierig reinzuschreiben, Sinus Phi. Sinus Phi. Genau, und dann sieht man ja relativ leicht, dass, dass hier dann, was ist denn dann hier, die zweite Koordinate von Rphi von E2 ist dann eben auch Cosinus Phi. Ist Cosinus Phi und die erste Koordinate von Rphi von E2 ist in der Tat minus Sinus Phi, das sieht man leicht, ja. Minus Sinus Phi. Das heißt, ich kriege hier, minus Sinus Phi ist die erste Koordinate und Cosinus Phi ist die zweite Koordinate. Gut. Und wenn ich das jetzt schreibe als Linearkombination jeweils, dann das ist von den Basisvektoren wieder Standardbasis, weil ich hier jetzt auch die Standardbasis nehme. Das ist eben hier einfach, habe ich ja schon gesagt, das Cosinus Phi von E1 plus Sinus Phi von E2. So, und dann habe ich... vielleicht sollte ich hier die Achse etwas kürzer malen hier, dann habe ich hier noch ein bisschen Platz. So. Jetzt. Dann hier. Jetzt schreibe ich das als minus Sinus Phi von E1 plus Cosinus Phi mal E2. So, auf diese Weise kriegen wir jetzt die Matrixdarstellung von Rphi. Die Matrixdarstellung von Rphi bezüglich der Standardbasis E im Definitionsvektorraum R hoch 2. Und der Standardbasis E im Zielvektorraum R hoch 2. Also ich habe zweimal dieselbe Basis und das ist auch noch die Standardbasis.
Gut, und ja, in der ersten Spalte stehen ja die Koordinaten des Bildes des ersten Basisvektors. Das ist der erste Basisvektor von meiner Basis E im Definitionsvektorraum. Und jetzt nehme ich das Bild davon und ich nehme die Koordinaten bezüglich meiner Basis E im Zielvektorraum. Und diese Koordinaten sind Cosinus Phi Sinus Phi. Ja, das heißt, in der ersten Spalte steht Cosinus Phi Sinus Phi. Okay. Und in der zweiten Spalte meiner Matrix steht Minus Sinus Phi Cosinus Phi. Ja, weil ich nehme dann den zweiten Basisvektor von meiner Basis des Definitionsvektorraums und nehme das Bild davon und schreibe das als Linearkombination bezüglich der Basis im Zielvektorraum und nehme diese Koeffizienten, das sind die Koordinaten von R Phi von E2 bezüglich meiner Basis E des Zielvektorraums. Also bekomme ich ja Minus Sinus Phi Cosinus Phi. Minus Sinus Phi Cosinus Phi. Ja, also bezüglich der Standardbasis im Definitions- und Zielvektorraum ist die Matrixdarstellung der Drehung um den Winkel Phi gegen den Uhrzeigersinn ist das. Gut, nochmal das. Und jetzt machen wir die Spiegelung. Das nächste Standardbeispiel war ja die Spiegelung. Also das war eine Spiegelung an der zweiten Achse. Also wenn das meine erste Achse, viele Leute sagen immer die X-Achse, das ist meine zweite Achse. Ja, und also es ist wieder eine lineare Abbildung von R hoch 2 nach R hoch 2 gewesen. Und es war einfach die Spiegelung. Das heißt, wenn ich hier irgendwie einen Punkt habe, dann wird er hier, also der hat von mir aus die Koordinaten A, B. Das ist der Punkt A, B, wenn ich es als Spaltenvektor schreibe. Der wird ja abgebildet auf minus A, B. Also die erste Koordinate wird negiert sozusagen, ja? Genau. So, und dieser Punkt würde dann wieder darüber abgebildet und so weiter. Ne? Und die Punkte hier auf der zweiten Achse, die bleiben fix, die werden also auf sich selber jeweils abgebildet und so weiter. Ja gut, jetzt machen wir wieder dasselbe Spielchen. Also das war diese Spiegelung S von R hoch 2 nach R hoch 2. Und Spiegelung vom ersten Basisvektor, der erste Basisvektor ist ja irgendwo hier. Das ist natürlich minus der erste Basisvektor, ja. Ist gleich minus der erste Basisvektor. Das heißt, es ist minus 1 mal der erste Basisvektor plus, also ich nehme wieder die Standardbasis sowohl im Definitions- als auch Zielvektorraum. Das heißt, ich nehme den ersten Vektor von der Standardbasis. Von meiner Basis im Definitionsvektorraum, nehme das Bild davon und schreibe das als Linearkombination von meiner Basis im Zielvektorraum, was auch wieder die Standardbasis ist. Und wie kann ich das als Linearkombination schreiben? Ich schreibe minus 1 mal E1 plus 0 mal E2. Und dann S von E2. Naja, E2 liegt auf der zweiten Achse. E2 liegt irgendwo hier, ja. Das wird auf sich selber abgebildet, also auf einmal E2 plus 0 mal E2. Okay, also den Malpunkt kann ich mir auch jeweils sparen, wenn ich will. So, gut, dann haben wir, ja, dann haben wir schon. Dann kriegen wir hier die Matrixdarstellung von der Spiegelung bezüglich der Standardbasis im Definitions- und im Zielvektorraum ist minus 1, 0 in der ersten Spalte und 1, 0 in der zweiten Spalte. Okay, das ist eine 2 Kreuz 2 Matrix über den reellen Zahlen, also eine reelle 2 Kreuz 2 Matrix.
Gut, dann wenn wir jetzt andere Basen nehmen, nehmen wir mal andere Basen, nehmen wir die Basis V unterstrich, geordnete Basis 0,1,11. Ja, also das ist auch eine Basis des R hoch 2. Warum ist das auch eine Basis? Naja, kann man sofort nachrechnen. Was muss man denn dazu nachrechnen? Man müsste nachrechnen, dass diese beiden Vektoren im R hoch 2 linear unabhängig sind und den R hoch 2 erzeugen. Weil aber der R hoch 2 zweidimensional ist, ja, die Dimension des R-Vektorraums R hoch 2 ist 2, ja, es gibt ja eine zweielementige Basis, zum Beispiel die Standardbasis, weiß ich schon, dass wenn ich zwei linear unabhängige Vektoren da drin habe, dass die dann automatisch schon eine Basis sein müssen, dass sie dann automatisch auch schon einen Vektorraum erzeugen, weil es gerade die richtige Anzahl von linear unabhängigen Vektoren ist. Das hatten wir ja schon gelernt. Ja, und warum sind die beiden linear unabhängig? Das überlasse ich jetzt Ihnen nachzurechnen. Ja, das ist also ganz einfach. Ja, zum Beispiel kann ich sagen, der zweite liegt nicht im Spann vom ersten, ja, und der erste liegt nicht im Spann vom zweiten, kann man sich ganz einfach überlegen. Gut. Oder man setzt eine Linearkombination der 0 an und zeigt, dass die triviale Linearkombination sein muss. Oder man schreibt diese Vektoren in die Zeilen, sagen wir mal, von einer Matrix. Also die erste Zeile wäre 0, 1, die zweite 1, 1. Und dann bestimme ich mit Gauß-Verfahren die Dimension des Zeilenraums. Ja, und das gibt mir dann ja auch die Dimension von diesem Spann von den beiden Vektoren. Und dann sehe ich, die Dimension ist 2. Und damit sehe ich auch wieder, dass die beiden Vektoren linear unabhängig sein müssen, sonst wäre die Dimension ja kleiner als 2. Gut, okay, also gibt es tausende Möglichkeiten, das nachzuweisen. Das überlasse ich Ihnen zu zeigen, dass das eine Basis ist. Und die zweite Basis ist 2, 1 und 1 minus 1. Und auch hier überlasse ich es Ihnen, das nachzurechnen, dass das eine Basis ist. Geht so ähnlich. Sind beides auch Basen des R hoch 2, des R-Vektorraums R hoch 2. Ja. Und jetzt will ich mal die Matrixdarstellung von S bezüglich der Basen V im Definitionsvektorraum und W im Zielvektorraum. Also die Matrixdarstellung von S bezüglich der Basen V und W. V Unterstrich und W Unterstrich. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen das Bild vom ersten Basisvektor. Also die Frage ist sozusagen, was ist das? Ja? Wir brauchen das Bild vom ersten Basisvektor im Definitionsvektorraum. Entschuldigung, das ist also S von V1 und müssen davon die Koordinaten bezüglich W dann aus finden. Das heißt, wir müssen S von V1 schreiben als Linearkombination von den beiden Vektoren hier. Na gut, dann müssen wir erstmal das Bild von S von V1 vielleicht berechnen. Das ist ja 0, 1, weil minus 0, 0 ist. Also minus 0, 1 ist 0, 1. Ist gleich. Okay, jetzt muss ich das schreiben als Linearkombination von diesen beiden. Da muss ich jetzt kurz überlegen. Ich denke, das könnte ich so machen, dass ich mache ein Drittel mal 2, 1 plus minus 2 Drittel mal 1 minus 1. Ja, das ist jeweils Skalarmultiplikation hier und hier. Das ist der Skalar und das ist der Vektor. Okay, also da stimmt das jetzt. Habe ich mir natürlich so ausgeklügelt, wie man systematisch sowas macht, haben wir vielleicht noch gar nicht unbedingt gelernt. Ja. Aber ein Drittel mal zwei, das gibt zwei Drittel. Und wenn ich hier dann abziehe, zwei Drittel, dann bekomme ich 0. Und hier habe ich ein Drittel plus zwei Drittel gibt 1. Okay, also das scheint zu funktionieren. Das heißt, ich weiß schon, wie die erste Spalte meiner Matrix aussieht hier. Die erste Spalte meiner Matrix schaut so aus, dass da steht ein Drittel
minus 2 Drittel. Ja, jetzt muss ich noch schauen, wie dann die zweite Spalte aussehen wird. Und das kriege ich, indem ich das Bild von V2 nehme, vom zweiten Basisvektor meines Zielvektor, meines Definitionsvektorraums und ihn ausdrücke als Linearkombination meiner Vektoren der Basis der fixierten Basis des Zielvektorraums. Okay, und also bezüglich W wieder. Okay, das Bild von V2. V2 ist ja 1, 1, das Bild ist minus 1, 1 und das kann ich, wie kann ich das schreiben? Das ist sogar recht einfach. Das ist ja 0 mal 2, 1 plus minus 1 mal 1, minus 1. Das war sogar recht einfach, ja. So, also das ist 0 mal W1 plus minus 1 mal W2 und dementsprechend ist die zweite Spalte, in der zweiten Spalte steht dann 0 und minus 1. 0 und minus 1. Gut, also das war ein bisschen schwierig, aber auch konnten wir auch locker meistern. Jetzt schauen wir an die Projektion auf die erste Koordinatenachse. Ja, das war ja unsere Abbildung P von R hoch 2 nach R hoch 2. Das war die Abbildung, die jeden Punkt hier nimmt und einfach hier so runter projiziert. Ja, also auf die erste Achse. Das heißt, also das war P von R hoch 2 nach R hoch 2. Nimmt einen Punkt AB. Bildet den ab auf A0. Gut, jetzt schauen wir mal, was ist die Darstellungsmatrix bezüglich der Standardbasis. Machen wir es mal ein bisschen schneller. M von P, E, E. E ist die Standardbasis. Gut, ich nehme das Bild des ersten Basisvektors, das ist 1, 0. Das Bild davon unter P ist wieder 1, 0. Und die Koordinaten bezüglich wieder der Standardbasis sind wieder 1, 0. Also steht in der ersten Spalte 1, 0. Das Bild des zweiten Basisvektors ist ja 0, 0. Als zweiter Basisvektor ist ja 0, 1. Das Bild davon unter P ist 0, 0. Ist der Vektor 0, 0. Und die Koordinaten bezüglich der Standardbasis sind auch wieder 0, 0. Also bekomme ich das. Also sagen wir mal, denn P von E1 ist gleich 1 mal E1 plus 0 mal E2 und P von E2 ist gleich 0 mal E1 plus 0 mal E2. Ja, und wer es nochmal ganz genau wissen will, diese 1 kommt hierher, diese 0 kommt hierher, diese 0 kommt hierher. Und jetzt gehen wir die Farben bald aus. Diese 0 kommt hier. Gut, dann könnte man jetzt natürlich auch wieder bezüglich anderer Basen durchspielen. Mache ich jetzt mal nicht. Dann betrachten wir wieder diese Scherung TA von R hoch 2 nach R hoch 2. Ja, wobei A eine feste reelle Zahl ist. Wie war die definiert? Die war so definiert, ein Punkt xy wird abgebildet auf x plus ay, y. Gut, und ja, was ist das? Schauen wir uns wieder an die Matrixdarstellung bezüglich der Standardbasis im Definitions- und Zielvektorraum, also ich will M von TA, E, E. Und naja, das Bild vom ersten Einheitsvektor 1, 0 ist hier 1, 0. Also und die Koordinaten bezüglich der Einheitsbasis, bezüglich der Standardbasis sind dann auch wieder 1, 0. Okay, und der zweite Basisvektor 0, 1, der geht auf A1, ja. Geht auf A1. Okay. Gut, das war's schon. Ja, denn T von TA von
E1 gleich einmal E1 plus 0 mal E2 und TA von E2 gleich A mal E1 plus E2. Ja, und wie gesagt, das ist diese 1 kommt hierher, diese 0 kommt hierher, dieses A kommt hierher und ja, da könnte ich noch eine 1 reinschreiben. Schreiben wir es noch rein. Und das kommt dann hierher. Okay, unser nächstes Standardbeispiel für lineare Abelungen war ja etwas allgemeinerer Natur. K ist ja in diesem ganzen Kapitel, Paragraph 7, ein Körper. Und wir hatten hier betrachtet eine Matrix A aus, schreiben wir ruhig mal hin, ordentlich sei A aus K hoch M Kreuz N. Ja. Und das gibt ja dann diese Abbildung FA. Das definiert ja diese Abbildung FA von K hoch N nach K hoch M, nämlich ein Vektor X aus dem K hoch N wird an die Matrix A von rechts dran multipliziert. Das ist dieses Produkt Matrix mal Vektor. Ja? Das macht Sinn, ja, weil X hat die Länge des Vektors X hier ist n und n ist auch die Anzahl der Spalten von A. A hat ja m Zeilen und n Spalten. Das macht Sinn. Und dann gibt das ja ein Vektor der Länge m, also das gibt ein Element aus k hoch m. Ja. Und wir hatten gesehen, diese Abbildungen waren linear. Okay. Und will ich mal die Matrixdarstellung von, ich interessiere mich für die Matrixdarstellung von FA bezüglich der Standardbasis im Definitions- und Zielvektorraum. Jetzt ist es aber irgendwie blöd, wenn ich das so gerade schreibe, ja, weil ich meine ja dann zwei verschiedene Sachen. Hier meine ich die Standardbasis des K hoch N und hier meine ich die Standardbasis des K hoch M. Ja. Und also zum Beispiel, die Vektoren hier haben ja die Länge n und die haben Länge m. Ja, also das ist ja nicht wirklich dasselbe, es sei denn n ist gleich m zufällig. Deshalb schreibe ich es jetzt mal so, ich schreibe für das eine v und das andere w. Ja, wobei v die Standardbasis des k hoch n sei und w die Standardbasis des k hoch m. Ja, sage ich jetzt nur mal mündlich. Ja. Und jetzt behaupte ich, dass das gleich A ist. Das ist meine Behauptung. Ja? Das könnte zumindest Sinn machen, weil A hat ja M Zeilen und N Spalten. Ja? Und die Anzahl der Spalten muss ja die Länge dieser Basis hier sein. Das ist N, weil das eine Basis von K hoch N war. Und die Anzahl der Zeilen muss ja m sein dementsprechend. Und okay, und jetzt können wir jetzt auf verschiedene Weisen sehen. Also zum Beispiel könnte ich wieder einfach unser Standardverfahren, ich könnte sagen, ich nehme hier den j-Basisvektor und nehme das Bild davon, das ist ja dann fa von ej, ja, vom j-Standard-Einheitsvektor. Gut, da, was kommt denn da raus, wenn man sich überlegt, wie man Matrix mal Vektor multipliziert und wenn man sich vergegenwärtigt, dass der J-Standardvektor ja lauter Nullen hat, außer an der J-Stelle eine 1, dann sieht man, da kommt die J-Spalte von A eben raus. Ja? Und wenn ich deren Koordinaten bezüglich der Standardbasis nehme, ist ja das wieder diese J-Spalte von A selber. Ja, und so sieht man das jetzt zum Beispiel. Ja? Also genauso wie vorher praktisch sieht man das. Kann hier aber auch ein bisschen abstrakter vorgehen, das ist vielleicht sogar noch ein Stück einfacher, indem ich mir einfach wirklich diese Formel Stern mal anschaue und einfach, ich kann ja hier das Koord V und das Vec W sind hier ziemlich einfach, weil das die Standardbasis jeweils war, ja.
Also ich weiß ja, dass weg v, oder ja, machen wir es mal so, weg v, von wo nach wo geht denn das überhaupt? Das geht von k hoch n nach k hoch n, ja, weil das ist ja eine Basis von k hoch n. Und k hoch n, ja, und die Anzahl der Elemente in dieser Basis ist natürlich auch n. Deshalb habe ich hier auch k hoch n. Weg v geht von k hoch n nach k hoch n. Vielleicht schreibe ich das weg w auch gleich noch hin. Weg w geht genauso von k hoch m nach k hoch m. Ja. Und was ist denn das jeweils? Also es ist doch so, dass weg v, weil das ja die Standardvektoren sind, ist das einfach hier die Identität. Ja? Weg v. Sieht man ja sofort, wenn man es nachrechnet, ist die Identität auf k hoch n, die also jeden Vektor auf sich selber abbildet. Ja? Und weg w ist die Identität auf k hoch m. Ja? Und jetzt schauen wir nochmal unsere Formel Stern da oben an. Schauen wir uns nochmal diese Formel hier an. Vielleicht kopieren wir sie gerade mal. Sie uns mal runter. Ja, was besagt denn die jetzt? Das besagt doch jetzt, dass ja, weg W ist die Identität, Chord V ist die Identität. Das heißt, die Formel Stern besagt jetzt einfach, dass ja, das war ja so, dass A war eine Darstellungsmatrix von F, wenn das da gilt. Ja. Und aber was ist jetzt mein F? Es geht ja jetzt um FA. Ja. Das heißt, mein F ist ja das FA, ja. Und Sie sehen also, hier sehen Sie, weil FA gleich FA ist, sehen Sie, dass A die Darstellungsmatrix von FA ist bezüglich dieser Basen. Also so kann man es hier tatsächlich sehen, auf diesem abstrakten Weg sieht man das, ja. Okay, gut. Oder Sie schauen es sich irgendwie auf konkretem Weg halt an. Gut, also so sieht man das. Und dann nächstes Beispiel. F. Da nehme ich, ja, da hatte ich ja ein D in N0 und ich hatte K war ja ein Körper im ganzen Paragraph 7, habe ich ja gerade vorher gesagt. Und da hatte ich die Basis bestehend aus dem Monomen vom Grad kleiner gleich D. Das war eine Basis von k adjungiert x. Ja, wenn ich diesen Polynomring über k in der unbestimmten x als k-Vektorraum betrachte, dann und da drin gibt es den Unterraum der Polynome vom Grad kleiner gleich d. Und da waren die Menge der Monome hier, die bildet ja eine Basis davon. Ja, das ist ja, das sind d plus ein Stück. Und also das ist ein d plus 1 dimensionaler K-Vektorraum. Und da hatte ich ja diese formale Ableitung d oben d von k adjungiert xd nach k adjungiert xd. Also die hatte ich betrachtet in 632f. Ja, 632f. Gut, und ja, wie schaut die Matrix? Jetzt frage ich mich, wie schaut die Matrix-Darstellung aus von D oben D bezüglich der Basis V im Definitions- und im Zielvektorraum? Naja, und das geht wie folgt. Also in der ersten Spalte, für die erste Spalte muss ich das Bild des ersten Basisvektors von V nehmen. Also von dem 1, konstanten 1-Polynom sozusagen, ja, von der 1 aus k, aufgefasst als Polynom. Das ist dann natürlich die 0, ja, Ableitung, formale Ableitung von einem Element aus k ist 0.
Die 0, ja, also das Bild ist 0 und die Koordinaten von 0 bezüglich der Basis V wiederum sind natürlich 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Also die erste Spalte ist eine Nullspalte. Dann als nächstes brauchen wir diesen Basisvektor von, diesen den zweiten Vektor von in der Basis V. Das ist x. Die formale Ableitung davon ist 1. Wenn ich 1 ausdrücke mit Hilfe dieser Basis, das ist dann einmal 1 plus 0 mal x plus 0 mal x Quadrat und so weiter. Das heißt, ich kriege hier 1, 0, 0, 0, 0, 0. Okay. Und dann das nächste wäre x Quadrat. X Quadrat, wenn ich das ableite, bekomme ich 2x. Wenn ich das ausdrücke mit Hilfe von dieser Basis, dann habe ich, das ist 0 mal 1 plus 2 mal x plus 0 mal x Quadrat und so weiter. Das heißt, ich bekomme hier 0, 2, 0, okay und so weiter. Und ja, es geht jetzt so weiter. Machen wir vielleicht mal zur Abwechslung die letzte Spalte. Also da brauchen wir das Bild von x hoch d. Das ist d mal x hoch d minus 1. Wenn ich das wieder ausdrücke mit Hilfe dieser Basis, dann bekomme ich hier d0, ja, und drüber lauter Nullen. Ja. Okay, also das heißt, was sich ergibt, ist folgendes Bild. Man sich jetzt überlegen, da hier steht 1, 2, 3 und so weiter bis D. Und zwar ist das hier über der Diagonale. Ja, die Diagonale wäre das, auf der Diagonale stehen lauter Nullen. Auf der Diagonale stehen lauter Nullen. Ja. Also ich bekomme so ein Bild, wobei hier über der Diagonalen steht 1, 2 und so weiter bis D. Es macht Sinn, das ist ja natürlich eine Matrix aus k hoch d plus 1 Kreuz d plus 1. D plus 1 Zeilen, d plus 1 Spalten. Ja, und insofern auf der Diagonale gibt es ja d plus 1 Einträge, darüber gibt es jetzt, unmittelbar darüber gibt es d Einträge und das sind 1, 2 bis d und alles andere sind Nullen. Alles andere sind Nullen. Ja, gut, das, so schaut diese Matrix aus. Gut, machen wir nächstes Beispiel G. Nehmen wir V wie gehabt, V wie eben in F. Und für W nehmen wir die Standardbasis des K hoch n. Ja, ich könnte auch E schreiben, habe jetzt mal W geschrieben. Standardbasis des k hoch n. Okay, und dann betrachte ich die lineare Abbildung, die simultane Auswertung in a1 bis an. So, a1 bis an waren, also n war aus n0 fest und a1 bis an waren Elemente von k und dann hatte ich diese Abbildung EA1 bis AN, die simultane Auswertung, E steht für Evaluation, für Auswertung in A1 bis AN, oben D betrachtet. Das oben D war damit der Definitions- und der Zielvektorraum K-Tunget XD ist genau wie eben. Und was machte die Abbildung? Die bildete ein Polynom P, sagen wir mal, ab auf den Vektor P von A1. Das ist die Auswertung von P in A1 und so weiter bis P von AN. Ah, Entschuldigung, das war Quatsch. Zielvektorraum ist natürlich jetzt K hoch n, sonst wird das keinen Sinn hier machen. Zielvektorraum war K hoch n jetzt. Genau, so, das ist diese Abbildung, die simultane Auswertung von eines Polynoms vom Grad kleiner gleich d in den Punkten, sagen wir mal a1 bis an. Und jetzt ist die Frage, was ist die Matrix M von dieser simultanen Auswertung?
Ja, irgendwo im Skript, da fehlt jetzt oben das D. Das muss ich dann noch ergänzen. Also da fehlt das da. So, bezüglich der Basen V und W. So, wie geht das? Also in der ersten Spalte, für die erste Spalte, muss ich hier den ersten Basisvektor von V nehmen. 1, wenn ich das hier simultan auswerte in den Punkten A1 bis AN, dann kriege ich 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, das ist das Bild. Und dann muss ich die Koordinaten bezüglich der Standardbasis nehmen. Ja, aber Koordinaten bezüglich der Standardbasis, da brauche ich nichts zu tun. Ja, das ist einfach der Vektor selber. Das heißt, ich bekomme hier 1, 1, 1, 1, 1. Gut, dann das nächste, nehmen wir x. X, das Bild von x ist, ja, x ausgewertet in ai ist ai, ja. Okay, also da habe ich a1 bis an und die Koordinaten davon bezüglich der Standardbasis sind wieder a1 bis an. Weil ich hier die Standardbasis im Zielvektorraum nehme, ja, kann ich das mit den Koordinaten vergessen. Also einfach in der J-Spalte, sagen wir mal, da steht einfach das Bild des J-Basisvektors. Oder das in der I-Spalte steht das Bild des I-Basisvektors. So. Und ja, das nächste ist x Quadrat, ja, und dann kriege ich hier a1 Quadrat bis an Quadrat und so geht es eben weiter bis zu a1 hoch d bis an hoch d. So, das ist natürlich eine Matrix. Aha, das ist eine Matrix in k hoch, ja, müssen wir schauen, also da wie viele. Ja, weil das das hat d plus 1 Zeilen, ja, und, nein, Quatsch, Entschuldigung, die hat n Zeilen natürlich, n Zeilen und d plus 1 Spalten, n Zeilen und d plus 1 Spalten. Gut, und, ja, das ist eine sogenannte, Van der Mond Matrix, Van der Mond, die ist sehr, sehr bekannt, Van der Mond Matrix, benannt nach Alexandre Théophile Van der Mond. Und viele Autoren nennen das nur dann eine Van der Mond Matrix, wenn n gleich d plus 1 ist, wenn das also eine quadratische Matrix ist. Bei uns ist sie halt rechteckig. Aber diese Matrix ist extrem wichtig und oft liest man Sachen über eine solche Matrix und oftmals wird irgendwas bewiesen über diese Matrizen oder mit diesen Matrizen und sehr oft ist es tatsächlich so, dass das alles viel einfacher zu begreifen ist, wenn man weiß, dass das die Darstellungsmatrix von dieser Abbildung ist. Ja? Wenn man weiß, dass das die Darstellungsmatrix von dieser simultanen Auswertung ist, dann erklären sich manchmal Sachen über die Van der Mond-Matrix, die in vielen Büchern oder in anderen Vorlesungen oft sehr technisch bewiesen werden, matrizentheoretisch ohne zu wissen, dass das einfach nur die Darstellungsmatrix von dieser linearen Abbildung ist. Also es ist sehr, sehr sinnvoll zu wissen, dass das die Darstellungsmatrix von dieser linearen Abbildung ist. Und dann kann man oft mit Hilfe der linearen Abbildung irgendwie argumentieren, wenn man was über diese Matrix wissen will. Gut, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, die wird Ihnen sicherlich noch oft begegnen. Und wie gesagt, denken Sie dann immer dran, das ist die Darstellungsmatrix von dieser Abbildung. Gut, jetzt nehmen wir als nächstes Beispiel H, nehmen wir V gleich, nehmen wir die Basis 1, I. I ist die imaginäre Einheit in den komplexen Zahlen. Das ist ja eine Basis des R-Vektorraums C. Das haben wir ja schon längst gelernt. Des R-Vektorraums C. Ich kann ja C als C-Vektorraum auffassen, aber auch als R-Vektorraum, weil R ein Unterkörper von C ist. Und hier nehme ich es als R-Vektorraum und dann ist das eine Basis, C ist also insbesondere ein zweidimensionaler R-Vektorraum
Und was ich jetzt will, ich betrachte die komplexe Konjugation C von C nach C, die komplexe Konjugation, ja, also die eben den Imaginärteil negiert und den Realteil fix lässt. Also, und dann brauche ich also die Bilder von dem Basisvektor. Ich möchte die Darstellungsmatrix von der komplexen Konjugation bezüglich V und V. Das Bild von 1 ist 1 und das Bild von i ist minus i. Also habe ich die Darstellungsmatrix von der komplexen Konjugation bezüglich dieser Basis V ist, naja, das ist ja einmal 1 plus 0 mal i. Also habe ich hier 1, 0. Und das ist ja 0 mal 1 plus minus i mal i. Null mal 1 plus minus 1 mal i, das heißt, ich bekomme hier das da. Ja? Das ist die Darstellungsmatrix von der komplexen Konjugation bezüglich v und v. Entschuldigung, da muss ich also hier nochmal v schreiben. Ich habe jetzt schon eine Notation vorweggenommen, die wir noch nicht hatten, die ich aber später in der Vorlesung noch einführe, wo ich dann nur einmal das v schreibe, wenn ich meine v, v hier an der Stelle. Wenn ich also dieselbe Basis im Definitions- und Zielvektorraum betrachte. Gut, nehmen wir aber jetzt mal im Zielvektorraum vielleicht nochmal eine andere Basis, nämlich 1 plus i und 1 minus i. Und ich überlasse es Ihnen zu zeigen, dass das zwei linear unabhängige Vektoren im R-Vektorraum C sind und dass sie damit eine Basis in diesem von diesem zweidimensionalen R-Vektorraum bilden. Also das ist auch Basis des R-Vektorraums C. Und betrachten wir erstmal, ja, wir können alle Kombinationen durchspielen. Betrachten wir erstmal die Darstellungsmatrix von der komplexen Konjugation bezüglich W und W. Ja, dann brauchen wir also die Bilder, müssen wir die Bilder von den Einträgen von W nehmen. Also das komplexe Konjugation von 1 plus i ist ja 1 minus i, ist also 1 mal 1 plus minus 1 mal i. Okay, und das heißt, wenn ich das da nehme, dann habe ich hier 1 minus 1. Jetzt muss ich noch die zweite Spalte bestimmen, 1 minus i, das ist 1 plus i, das Bild davon, das ist also einmal 1 plus einmal i, dann habe ich also 1, 1, genau, und dann nehme ich, dann will ich noch, dann nehme ich mal bezüglich V und W, dann, okay, dann haben wir C von 1. Wie kann ich das ausdrücken mit, C von 1 ist 1 und wie kann ich das ausdrücken mit Hilfe der Basis W? Also warum ich das machen will, ist, weil ich will jetzt diese Darstellungsmatrix bezüglich der Basen V und W haben. Nämlich also das Bild von 1 und das Bild von I. Und will das jeweils bezüglich der Basis W ausdrücken. Naja, das ist einfach, das ist hier 1/2 mal 1 minus i plus 1/2 mal 1 plus i. Das heißt, in der ersten Spalte steht 1/2, 1/2. Und in der zweiten Spalte, dann nehme ich 1/2 mal, oder minus 1/2 mal 1 minus i plus 1/2 mal 1 plus i, das heißt, da steht minus 1/2, 1/2 in der zweiten Spalte. Okay, und dann will ich noch die Darstellungsmatrix bezüglich W und W, M von C, W, W, dann muss ich die Bilder betrachten von 1 plus i, vom ersten Basisvektor in W und vom zweiten Vektor dieser Basis W. Okay, und das ist also 1 minus i, beziehungsweise 1 plus i, und das ist also,
Jetzt muss ich das bezüglich der Basis W ausdrücken. Oh, das ist ja ganz einfach. Das ist hier 0 mal der erste Basisvektor plus 1 mal der zweite. Und das ist hier 1 mal der erste plus 0 mal der zweite. So, das heißt, ich kriege hier nochmal zur Verdeutlichung, wie das funktioniert. 0 und 1 hier. 0 und 1. Okay, und dann 1 und 0. 1 und 0. Genau. So. Okay. Das, ja, also da habe ich also vier verschiedene Kombinationen, da habe ich zwei Basen gehabt und dann habe ich vier verschiedene Kombinationen. Wenn ich W und W nehme, W im Definitions- und W im Zielbereich, dann kommt diese, dann ist diese Matrix die Darstellungsmatrix. Wenn ich V und W nehme, dann ist es die da. Wenn ich W und V nehme, ist es die. Und wenn ich W, V und V nehme, dann ist es die. Ja, also vier verschiedene Kombinationen hier. Gut, ja, das waren hoffentlich genug Beispiele jetzt mal zu diesen Darstellungsmatrizen. Jetzt kommt eine Erinnerung, 715. Also 615 war irgendwie so, ist I eine Menge und VI ein K-Vektorraum für alle I in I. So ist auch das, ja, so kann man auch das direkte Produkt dieser K-Vektorräume bilden. Dort, ja, für abelsche Gruppen haben wir das ja schon gemacht. Da muss ich noch sagen, wie die Skalarmultiplikation geht. Die geht eben auch komponentenweise. Also man hat damals gesagt, wie die Skalarmultiplikation ausschaut. Und hier nehmen wir aber jetzt einen Spezialfall. Wir nehmen einen Spezialfall, dass jedes VI dasselbe ist. Das heißt, ich habe einfach nur noch V ein K-Vektorraum. Ja? V einfach ein K-Vektorraum. Und dann, dann ist auch ja, dieses Produkt, das ist dann einfach V hoch I, ja, die Menge der Funktionen von I nach V. Das ist auch V hoch I ein K-Vektorraum. Vermöge der Festlegung, dass F plus G, ja, dadurch definiert ist, dass es ausgewertet an der Stelle klein i gleich f von i plus g von i ist. Und Lambda f, wenn Lambda aus k ist, ausgewertet an der Stelle i gleich Lambda mal f von i ist. Ja? Für alle fg aus v hoch i und Lambda in k. Gut, und jetzt betrachten wir davon wieder einen Spezialfall, nämlich dass diese Menge i, die Menge so ein kartesisches Produkt ist von solchen Mengen. Ja? Also m und n sind nicht negative ganze Zahlen und dann nehme ich einmal diese Menge und diese Menge. Ja? Wenn das so ist, dann was ist denn dann eine Funktion von i nach k? Das ist einfach eine Matrix über k, ja, mit m Zeilen und n Spalten. Ja? Und, und ich nehme den Spezialfall wirklich, dass v halt wirklich der K-Vektorraum k ist. Ja? Dass v der K-Vektorraum k ist. Also es ist ein sehr großer Spezialfall, der aber sehr wichtig ist. Also dann habe ich den K-Vektorraum, ja, statt k hoch i kann ich ja dann auch, hatten wir diese Kurznotation, k hoch m Kreuz n. Das ist der K-Vektorraum k hoch m Kreuz n, der m Kreuz n Matrizen über k. Ja? Und wir wissen jetzt, wie man dort addiert, nämlich punktweise, das heißt in dem Fall eintragsweise sozusagen, und wie man skalar multipliziert, nämlich ebenfalls eintragsweise. Aber ich schreibe es zur Verdeutlichung nochmal hin. Ja, es ist keine Festlegung, sondern es ist eigentlich schon definiert. Aber in Matrix-Schreibweise ist vielleicht gut, wenn man es sich nochmal hinschreibt, zum Vergegenwärtigen. Wenn ich so eine Matrix, so eine M-Kreuz-N-Matrix habe hier
Und ich addiere das zu einer anderen M-Kreuz-N-Matrix mit den Einträgen B, I, J. Dann kriege ich halt diese Matrix mit den Einträgen A, I, J plus B, I, J. Ja, genauso war das ja schon für Tupel und genauso ist es jetzt für Matrizen, dass wir einfach die Einträge addieren, die entsprechenden natürlich immer. Genau. Und wie multipliziere ich ein Skalar mit so einer Matrix? Natürlich auch, indem ich alle seine Einträge mit dem Skalar multipliziere, also auch genauso wieder, wie wir es für Tupel schon oft gemacht haben. Also die Einträge von Lambda mal die Matrix aller AIJ ist dann die Matrix mit den Einträgen Lambda mal AIJ. So, es war viel zu schreiben. Und sind alle AIJs und BIJs und das Lambda sind alle aufs K, beliebig. Gut, also wir haben jetzt diesen K-Vektorraum K hoch M Kreuz N. Wir haben andererseits, ja gut, die Elemente sind eben Matrizen, ja, M Kreuz N Matrizen. Und wir haben hier gesehen, dass solche M Kreuz N Matrizen bezüglich geordneter Basen von Vektorräumen dann lineare Abbildungen darstellen können. Ja. Und das heißt, die Frage ist, auf der Menge der linearen Abbildungen von V nach W, wenn V und W endlich dimensionale K-Vektorräume sind, könnte man da vielleicht auch so eine Vektorraumstruktur herstellen. Ja. Und dann wie hängt denn die Vektorraumstruktur auf K hoch M Kreuz N dann zusammen mit dieser Vektorraumstruktur? Und damit man auf der Menge der linearen Abbildungen von V nach W, wenn V und W K-Vektorräume sind, damit man da eine Vektorraumstruktur sinnvoll oder ja definieren kann, müssen V und W natürlich gar nicht endlich dimensional sein. Das hat damit dann gar nichts mehr zu tun. Aber die Motivation ist irgendwie, dass man das auch auf der Seite der linearen Abbildungen machen möchte, wenn man es für Matrizen schon macht. Ja? Und das führt uns jetzt zur folgenden Notation und Proposition. Nämlich sind V und W K-Vektorräume, dann ist folgendes ein Unterraum des K-Vektorraums W hoch V. W hoch V, wir erinnern uns, das macht Sinn. Ja, das ist ja, allgemein, wenn V ein K-Vektorraum ist dann und I eine Menge, dann ist V hoch I wieder ein K-Vektorraum. Ja. Und hier habe ich eben, hier ist das I eben zufällig selber wieder ein Vektorraum. Ja. Also hier habe ich das V, das I ist das V, ja. Also das ist die Menge aller Abbildungen von V, von der Menge V in den K-Vektorraum W. Das ist wieder ein K-Vektorraum, das W hoch V, ja. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass V ein K-Vektorraum ist, hat aber sehr viel damit zu tun, dass W ein K-Vektorraum ist. Und jetzt kommt ins Spiel, dass V auch ein K-Vektorraum ist, weil ich jetzt nur die Abbildungen betrachte von V nach W, die ein K-Vektorraum-Homomorphismus sind, also die linear sind. Ja? Und dafür führe ich eine neue Notation ein. Ja? Also Notation ist Hom von VW für die Menge aller Homomorphismen von V nach W. Ja? Wobei V und W natürlich K-Vektorräume sein müssen. Okay, aller Vektorraum-Homomorphismen natürlich. Gut, und das ist erstmal eine Teilmenge von der Menge aller Abbildungen von V nach W und das ist tatsächlich ein Untervektorraum des K-Vektorraums W hoch V. Ja, das wird hier behauptet und damit ist natürlich selber dann
ein K-Vektorraum. Und damit habe ich auf der Menge dieser linearen Abbildungen auch eine K-Vektorraumstruktur. Okay, und warum ist das ein Untervektorraum? Ja, Beweis. Da müssen wir also nachprüfen, dass die 0 drin liegt und dass es abgeschlossen unter Addition und Skalarmultiplikation ist. Und es wird natürlich hier punktweise addiert und punktweise skalarmultipliziert. Also, es ist zu zeigen, erstens, dass die 0, damit ist gemeint die, ja, die 0 im K-Vektorraum W hoch V, das ist ja die Funktion, die konstant 0 ist, ja, die jedes Element von V auf die 0 abbildet, wobei die 0 dann die 0 in W ist. Und ja, und das ist eben, diese 0 ist jetzt die 0 in W hoch V. Ja. Okay, also ich muss zeigen, 0 ist in Hom von VW, ja, wobei diese 0 jetzt, wobei diese 0 natürlich die Abbildung von V nach W ist, die jedes V auf die 0 abbildet, und diese 0 hier ist die 0 von W natürlich. Ja. Gut, die 0 des K-Vektorraums W. Und zweitens muss ich zeigen, dass für alle F und G aus Hom VW gilt, dass F plus G, dass F plus G in Hom VW ist. Und drittens muss ich zeigen, für alle F aus Hom VW und für alle skalare Lambda, also für alle Lambda aus K, gilt, oder sagen wir μ, hier habe ich im Skript habe ich μ geschrieben, für alle μ aus K gilt μ F aus Hom von VW. Wahrscheinlich, weil ich das Lambda später im Beweis noch mal benutze und damit da nicht zu viel Konfusion herrscht. Hätte natürlich auch Lambda schreiben können hier. Gut, zu A, dann beweisen wir mal diese ganzen Sachen. Zu A, naja, 0 von V1 plus V2. Also ich beweise, dass 0 additiv und homogen ist, das heißt, dass es linear ist. Das ist ja dann die 0 von W, und das ist die 0 von W plus 0 von W ist gleich die 0 von V1 plus 0 von V2. Das war völlig trivial für V1 und V2 in K. Und 0 von Lambda V ist 0W ist gleich Lambda mal 0 von W. Wir haben gelernt, dass ein Skalar mal der Nullvektor immer der Nullvektor ist. Das folgt ja aus den Vektorraumaxiomen. Und dann ist es Lambda mal 0 von V für alle V in V und Lambda in K. Okay, gut. Also ist 0 ein Vektorraumhomomorphismus von V nach W. So, zu B. Seien F und G beide lineare Abbildungen von V nach W. Und zu zeigen ist, dass F plus G linear ist. Okay, also rechnen wir einfach nach, dass es additiv ist, F plus G von V1 plus V2, wenn V1 und V2 Vektoren aus V sind. Das ist ja nach Definition von F plus G, weil man die eben punktweise addiert, ist das F von V1 plus V2 plus G von V1 plus V2. Und das ist also F von V1 plus F von V2 plus G von V1 plus G von V2. Und jetzt kann ich diese Summe umordnen. Dann habe ich F von V1 plus G von V1 plus F von V2 plus G von V2. Und jetzt kann ich hier F plus G von V1 plus F plus G von V2 schreiben, indem ich wieder rückwärts anwende sozusagen die Definition der Addition im Vektorraum Hom von VW bzw. in W hoch V. Gut, und das ist der Fall für alle V1
V1 und V2 und V. Das heißt, da habe ich die Additivität von F plus G und machen wir dann, nehmen wir mal eine andere Farbe, zeigen wir noch die Homogenität von F plus G. Da müssen wir F plus G auswerten in Lambda mal V, wobei Lambda ein Skalar ist und V ein Vektor aus V. Dann habe ich, das ist nach Definition von F plus G, ist das F von Lambda V plus G von Lambda V. Und das, weil F linear ist, ist das Lambda F von V plus Lambda G von V, weil G linear ist dann. Und das ist nach, aha, und jetzt sozusagen die Definition von Lambda. Weil F und G linear sind. Und jetzt wende ich eins der Distributivgesetze an im Vektorraum W. Das ist dann Lambda mal F von V plus G von V. Und jetzt wende ich an die Definition von F plus G, die wende ich sozusagen rückwärts an. Dann kann ich da schreiben F plus G von V. Also Lambda mal F plus G von V. Und jetzt, jetzt sehe ich, ich habe das Lambda, hier rausgezogen, genau. Gut, also das ist für alle. V aus V und Lambda aus K. Gut, dann haben wir also B auch bewiesen, dann müssen wir noch C zeigen. Ja, dass ich, wenn ich eine lineare Abhängigkeit habe und es multipliziere mit einem Skalar, dass das dann wieder linear ist. Also zu C. Also sei, machen wir hier nochmal eine andere Farbe, sei F von V nach W linear und μ ein Skalar, μ ein Körperelement aus K. Und zu zeigen, ist ja jetzt, dass μ mal F linear ist. Ja, dann müssen wir wieder Additivität und Homogenität von μ mal F nachrechnen. Also machen wir das mal μ F, wenn V1 und V2 Vektoren aus V sind, dann ist μ F von V1 plus V2 ist gleich, ja, wenn ich die Definition von μ mal F an, das ist also μ mal F von V1 plus V2, weil ich eben punktweise Skalar multipliziere im Vektorraum W hoch V, beziehungsweise dann auch in dem Untervektorraum Hom von VW, von dem wir behaupten, dass ein Untervektorraum ist, das wissen wir ja noch nicht, also eigentlich in W hoch V ist das eben der Fall, dass ich punktweise Skalar multipliziere und dann habe ich hier μ von, jetzt wende ich die Additivität von F an, weil ja F linear ist. Und dann ist das gleich, μ. Jetzt wende ich eins der Distributivgesetze im Vektorraum wieder an. Okay. Und das ist μ. F. Jetzt wende ich wieder an die Definition von μ mal F. Ja? Und die Definition von μ mal F nochmal. Okay. Und rückwärts sozusagen. Und also das gilt für alle V1 und V2 in V. Gut, und machen wir nochmal mit einer anderen Farbe. Jetzt muss ich noch zeigen, dass es homogen ist. Also nehme ich ein Skalar Lambda aus K und ein Vektor V aus V. Und ich muss zeigen, das ist gleich, ich muss zeigen, dass ich den Skalar Lambda rausziehen kann. Das heißt, dass das Lambda mal, Klammer auf, μ F von V ist. Gut, also machen wir das wieder ganz stur. Wir wenden an die Definition der von μ mal F, das ist also μ mal F von Lambda V. Dann wende ich die Homogenität von F an, das heißt F von Lambda V kann ich ersetzen durch, Lambda mal F von V. Ja, und dann kommt da tatsächlich hier
Ja, jetzt wird es tatsächlich ganz interessant noch am Schluss. Ich kann dann hier die, jetzt brauche ich eigentlich die Verträglichkeit, denke ich, ne? Also dann habe ich hier μ Lambda mal f von v, das ist das Verträglichkeitsaxiom, dass sich Skalarmultiplikation und Körpermultiplikation vertragen. Ja? Hier hatte ich ja zweimal die Skalarmultiplikation im Vektorraum W, einmal hier und einmal hier. Da habe ich jetzt die Körpermultiplikation in K und das ist wieder Skalarmultiplikation im K-Vektorraum W. Ja? Gut, und da haben wir jetzt, das ist gleich, jetzt verwende ich sogar, dass der Körper K kommutativ ist, dass ich also μ mal Lambda ist gleich Lambda mal μ. Ja, jeder Körper ist ein kommutativer Ring, ja, das heißt die Multiplikation ist kommutativ, so, also μ mal Lambda kann ich ersetzen durch Lambda mal μ und das f von v schreibe ich einfach ab. Und jetzt benutze ich wieder die Verträglichkeit, das heißt das Verträglichkeitsaxiom, das heißt das μ mal, das ist Lambda mal μ mal f von v. Okay, und jetzt benutze ich die Definition. Also wenn Sie wollen, kann man hier nochmal klammern, damit es ganz klar ist, was ich meine. Vielleicht habe ich gelegentlich zu wenig Klammern gesetzt, sowohl hier als auch im Skript. Aber es sind nicht immer dieselben Klammern, die fehlen. Und wenn man es gutwillig interpretiert, passt es immer. Und dann habe ich, dann auch hoffentlich zumindest, also dann habe ich hier Lambda mal, jetzt benutze ich wieder die Definition von μ mal f sozusagen rückwärts. μ mal f von v. Ja. Und da sehen Sie, ich konnte das Lambda hier rausziehen einfach. Ja. Und das gilt für alle, das gilt für alle v aus v und Lambda aus k. Also man muss nur die ganzen Definitionen verstanden haben, dann weiß man, was zu zeigen ist. Und wenn man einmal weiß, was zu zeigen ist, dann zeigt sich das fast von alleine. Okay, und da sind wir fertig mit diesem. Also sehr abstrakter Beweis, von daher vielleicht schwierig für Anfänger. In Wirklichkeit super, super einfach. Okay, gut, jetzt Übung 717. Sind V und W K-Vektorräume? Und ich habe folgendes Diagramm von Abbildungen. Also ich habe, ja, U muss übrigens, ja, man könnte denken, U ist wahrscheinlich auch ein K-Vektorraum, weil ich den Buchstaben U benutzt habe, den man gerade für Unterräume oft nimmt. Nein, U muss hier kein K-Vektorraum sein. Die Idee ist schon, dass es oft angewendet wird, wenn U ein K-Vektorraum ist. Jedenfalls habe ich dieses Diagramm von Abbildungen U, V, von zwischen U und V habe ich die Abbildungen F und G, also F von U nach V und G von U nach V. Und zwischen V und W habe ich die Abbildung H, also H ist eine Abbildung von V nach W. Wie gesagt, V und W müssen K-Vektorräume sein. In Anwendungen ist U oft ein K-Vektorraum, muss aber nicht sein. Ja? H soll als linear vorausgesetzt sein. In den Anwendungen werden auch, wenn U ein K-Vektorraum ist, werden auch oft F und G linear sein. Ja? Aber es muss nicht sein. Ja? F und G können auch irgendwelche Abbildungen von U nach V sein und U könnte auch nur eine Menge sein und kein K-Vektorraum. Aber V und W müssen K-Vektorräume sein und H muss linear sein. Und sei Lambda in K, also ganz klar, dann gilt H nach F plus G. Ja. Ich kann ja F und G punktweise addieren. Ich habe mir ja gerade gelernt, dass die Menge aller, ja, also ich meine, ich kann sie ja addieren im, ich habe ja den K-Vektorraum V hoch U, ja. Also das da, vielleicht sollte ich das mal hier dazu schreiben. Das ist ja hier die Addition im K-Vektorraum V hoch U. Da spielt gar keine Rolle, ob U nur eine Menge ist oder sogar ein K-Vektorraum. Das ist die Addition V hoch U, die ist einfach punktweise. Ja. Und ich weiß, ja, genau. Und ja, und sonst, also H nach F plus G. Das macht Sinn auf jeden Fall, weil F plus G ist wieder eine Abbildung von U nach V. Und H nach F plus G ist H nach F plus H nach G. Das macht alles auf jeden Fall Sinn. Hier, das ist die Addition. Ja, was ist das für eine Addition hier? H nach F ist ja eine Abbildung von U nach W.
und h nach g auch. Und das heißt, das hier ist die Addition, in w hoch u. Ja? Und dabei reicht es, wenn u eine Menge ist. Ja? So, w ist ein K-Vektorraum. Gut, und das ist natürlich Punkt vor Strich. Hier ist natürlich Punkt vor Strich. Das heißt, Sie können noch hier irgendwie klammern, Sie müssen aber nicht. Ja? Aber jedenfalls ist es so gedacht hier. Okay. Und dann haben wir h nach lambda mal f. Was ist das lambda mal f? Naja, ich habe den K-Vektorraum, also es ist die Skalarmultiplikation, dieser unsichtbare Malpunkt hier. Das ist die Skalarmultiplikation im K-Vektorraum v hoch u wieder. Ja. Da wird einfach punktweise Skalar multipliziert. Und ja, das ist ja dann wieder im v hoch u, dann kann ich das h dahinter schalten. H nach f macht natürlich auch Sinn. Und das da, das ist die Skalarmultiplikation. Das ist die Skalarmultiplikation in w hoch u. Ja? Okay. Gut. So, das behaupte ich. Das sind sozusagen Rechenregeln mit sehr abstrakten Objekten. Ja, kann man sich vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt merken. Und das, ja, es ist so eine Art Distributivgesetz hier natürlich, könnte man sagen. Ja, so eine Art Distributivgesetz, ja. Es schaut so aus wie ein Distributivgesetz. Und das schaut aus so ähnlich wie so ein Verträglichkeitsaxiom. So ähnlich, sage ich ganz bewusst. Ja, ist nicht wirklich so. Ja. Genau. Und ja, wie gesagt, in Anwendungen ist auch U oft ein K-Vektorraum, deshalb habe ich es U genannt. Und F und G sind oft linear, müssen sie aber nicht sein. Ja. Gut, das ist ja einfach nachrechnen. Das ist Übungsaufgabe. In den Übungen habe ich das noch ein bisschen deutlicher gemacht, was da wirklich passiert, glaube ich. Habe es ein bisschen anders aufgeschrieben, aber bitte als Übungsaufgabe machen. Geht eigentlich fast vollautomatisch, wenn man sich einfach nur klar macht, was zu zeigen ist. Gut, und dann haben wir noch so was Ähnliches, nämlich noch ein Distributivgesetz, wo das erste, ja, wo im ersten Argument addiert wird, zum Beispiel. Und ja, also so ähnlich. Und dazu brauchen wir jetzt, dass W ein K-Vektorraum ist. Also hier brauchen wir nur einen Vektorraum noch, der letzte hier. Ja? Also nicht mehr V und W, sondern nur noch W muss einer sein. In Anwendungen sind aber oft alle drei welche. Und dann haben wir Lambda wieder ein Skalar. Und das Diagramm ist diesmal ein bisschen anders. Wir haben hier eine Abbildung f von u nach v und hier haben wir zwei Abbildungen g und h von v nach w. Ja? Und einfache Abbildungen. Ja? In Anwendungen sind oft alle drei linear, wenn u und v auch noch K-Vektorräume sind. Aber egal. Lambda ein Skalar, dann gilt, ja, und das ist jetzt ganz ähnlich, wieder ein Distributivgesetz hier, nur dass das Plus hier im ersten Argument von dem nachsteht sozusagen. Ja, und wieder sowas Ähnliches wie vorher, nämlich dass Lambda mal g nach f gleich Lambda g nach f. Lambda g nach f ist. Ja, und überlegen wir uns wieder, dass das alles irgendwie Sinn macht. Ja? Was ist das da für eine Addition? Besser. Bisschen vergrößern, was ist das für eine Addition hier?
Das ist die Addition. Wenn ich G plus H bilde, im K-Vektorraum W hoch V, ja, und dazu reicht es, wenn V eine Menge ist. Addition in W hoch V. Wichtig ist dabei, dass W ein K-Vektorraum ist. Das kann man punktweise diese Funktion addieren. Und dann kommt ja wieder was aus W hoch V raus, also wieder eine Abbildung von V nach W. Und dann kann ich das dahinter die Abbildung F schalten. Das macht Sinn. Dann kriege ich hier eine Abbildung von U nach W. Und hier ist also gehen, das ist natürlich wieder so zu lesen, dass so geklammert ist. Diese Klammern braucht man aber wegen Punktverstrich nicht wirklich schreiben. Gut, und dann habe ich hier also G nach F macht ja Sinn und H nach F macht Sinn. Das sind beides Abbildungen von U nach W. Das heißt, das da ist sicherlich die Addition in W hoch U, im K-Vektorraum W hoch U. Okay. Und dieser unsichtbare, vormals unsichtbare Malpunkt sozusagen, das ist die Skalarmultiplikation, Skalarmultiplikation in W hoch V, ja. Und da kriege ich ja dann wieder, die geht ja punktweise, kriege ich wieder eine Abbildung von V nach W. Und da, die kann ich hinter das F schalten, also das macht Sinn. Und dann habe ich hier das G nach F ist eine Abbildung von U nach W. Und dann kann ich das Skalarmultiplikation, dann ist das diese Skalarmultiplikation in W hoch U. Okay. Gut, also alles ähnlich wie vorher, nur ein bisschen andersrum. Ich brauche nur noch, dass W ein K-Vektorraum ist. Ich brauche nicht mehr, dass eine der Abbildungen linear ist. Und es gelten ganz ähnliche Sachen. Ne? Nämlich ich kann bei so einer Hintereinanderschaltung ein Skalar rausziehen aus dem ersten Argument. Und es gilt so eine Art Distributivgesetz bezüglich des ersten Arguments von der Hintereinanderschaltung. Ja, das wie gesagt, einfach auch nachrechnen. Wenn in der Situation, oft wird es dann angewandt, werden die beiden Sachen angewandt, wenn U, V und W alles K-Vektorräume sind und wenn F, G und H alle linear sind, dann ist das da sozusagen so eine Art Distributivgesetz, das ist auch so eine Art Distributivgesetz und das ist so eine Art Verträglichkeit von der Hintereinanderschaltung mit der Skalarmultiplikation. Ja, das ist so ein bisschen die Idee. So was, so in der Art, das ist was. Super abstrakt, in Wirklichkeit super einfach. Okay, nächster Satz, 718. Seien V und W K-Vektorräume, V gleich V1 bis Vn eine Basis von V und W gleich W1 bis Wm eine Basis von W. Ja? Aber also insbesondere muss natürlich V und W endlich dimensionale K-Vektorräume sein. V hat die Dimension n und W die Dimension m. Gut, dann sind diese beiden Abbildungen Phi und Psi. Phi geht von Hom von VW, also Menge der linearen Abbildung von V nach W, in die Menge K hoch M Kreuz N der M Kreuz N Matrizen. Ja, und zwar wird abgebildet F auf M von V, auf die Darstellungsmatrix von M bezüglich der Basen V und W. Und Psi geht von der Menge der M Kreuz N Matrizen über K in die Menge der linearen Abbildungen von V nach W, bildet eine Matrix A ab. Auf die lineare Abbildung eben, die durch A bezüglich der Basen V und W dargestellt wird. Ja, wenn man sich erinnert an die Gleichung Stern, von die wir ganz am Anfang hatten, kopieren wir sie uns hier nochmal runter. Ja. So. Sieht man hier, das heißt, das ist ja gerade die, das war ja die Bedingung dafür, dass A die Darstellungsmatrix für F ist, ja.
Und das heißt, das ist gerade die Abbildung, die von A dargestellt wird. Ja. Chord V geht ja von K hoch M, Entschuldigung, von V nach K hoch N. Ja. FA geht dann von K hoch N nach K hoch M, weil A eine M-Kreuz-N-Matrix ist. Es geht es von K hoch N nach K hoch M. Und weg W geht ja dann von K hoch N, K hoch M, Entschuldigung, in W. Ja? Können wir ja das Bild eigentlich von oben da kopieren. Können wir uns ja dieses Bild kopieren. Was habe ich denn hier gemacht? Ich habe letztlich einfach die Matrix genommen, die M-Kreuz-N-Matrix, habe hier diese Abbildung FA betrachtet, habe dann davor Chord V geschaltet und dahinter weg W. Ja. Das heißt, ich habe ja gerade eine Abbildung produziert, bezüglich die dieses Diagramm hier kommutierend macht. Ja. Und das heißt ja dann gerade, also das ist gerade die lineare Abbildung, die von V nach W, die durch A bezüglich der Basen V und W dargestellt wird. Ja? Und hier habe ich, hier nehme ich eine lineare Abbildung bezüglich V und W und nehme die Darstellungsmatrix von F bezüglich V und W. Ja? Und das kann man sich schon denken, dass diese beiden Abbildungen ja wahrscheinlich invers zueinander sind. Ja? Also das kann man dann nachher noch mal ganz stur beweisen, aber es ist jetzt keine Überraschung, wenn man verstanden hat, was da passiert, dass das zueinander inverse Abbildungen sind. Und zwar sogar Vektorraumisomorphismen. Sogar bijektive Vektorraumhomomorphismen. Das heißt, zueinander inverse Vektorraumisomorphismen. Ja, weil ich habe ja gesagt, die Menge der M-Kreuz-M-Matrizen über K bildet einen K-Vektorraum, die Menge der linearen Abbildungen von V nach W bildet einen K-Vektorraum. Also kann ich mich fragen, ob Phi und Psi vielleicht K-Vektorraum-Homomorphismen sind, also lineare Abbildungen sind und tatsächlich sind sie das und weil sie eben invers zueinander sind, sind sie auch bijektiv und dann sind sie bijektive Homomorphismen, also Isomorphismen. Gut. Okay, Beweis. Ja, und das klingt jetzt so abstrakt, ja, aber das hat ja ganz konkrete Auswirkungen, ja. Das hat natürlich, nämlich, vielleicht schreibe ich das mal, bevor wir anfangen, hin als Motivation. Wenn ich zum Beispiel Phi von, wenn F und G, das ist nur als Beispiel, ja, wenn F und G in Homm von VW sind, dann ist ja Phi von F plus G eben gleich Phi von F plus Phi von G zum Beispiel, ja. Und was das heißt aber was ganz Konkretes, ja. Das heißt ja ganz konkret, dass die Darstellungsmatrix von F plus G bezüglich der Basen V und W gleich die Darstellungsmatrix von F bezüglich der Basen V und W plus die Darstellungsmatrix von G bezüglich der Basen V und W ist. Ja? Also was da so abstrakt daherkommt, das ist ja in Wirklichkeit was ganz konkret Nützliches, um Darstellungsmatrizen zu arbeiten und so weiter. Ja? Das ist nur als Beispiel. Gut. Also, aber jetzt beweisen wir das ganz stur. Gut, Beweis zu zeigen sind ja, dass die zueinander inverse Abbildungen sind. Da muss ich zeigen, Phi nach Psi. Also das heißt ja, dass sie beide bijektiv sind und dass die eine jeweils die Umkehrabbildung der anderen ist. Und das heißt ja, das ist ja äquivalent dazu, das haben wir ja vor langer Zeit schon gelernt im Kapitel über Mengen, dass Phi nach Psi die Identität ist und worauf die Identität? Naja, natürlich auf K hoch M Kreuz N.
und Psi nach Phi auch. Die Identität und wo die Identität worauf? Natürlich auf Hom von VW. Ja, das heißt, dass die beiden bijektiv und invers, also dass die beiden zueinander inverse Abbildungen sind, müssen wir noch zeigen, dass sie beides Vektorraumhomomorphismen sind. Wenn sie bijektiv sind, sind sie ja dann automatisch Vektorraumisomorphismen. Also müssen wir zeigen, aber die Umkehrabbildung eines Vektorraumisomorphismus ist natürlich ein Vektorraumisomorphismus. Und das heißt, wir müssen nur noch zeigen, dass eine der beiden ein Vektorraumhomomorphismus ist. Dann sind wir fertig. Nehmen wir mal Psi. Sagen wir mal, das Groß Psi ist linear. Ich hätte auch Groß Phi nehmen können. Gut. Gut, zu A. Das ist jetzt mehr oder weniger wahrscheinlich ein Selbstläufer. Zu A. Für A aus, ja, ich muss zeigen, die Gleichheit von zwei Funktionen hier, von zwei Abbildungen, das mache ich, indem ich in deren Definitionsbereich auswerte und dann Gleichheit zeige. Also nehme ich ein A, Definitionsbereich dieser beiden Funktionen ist K hoch M Kreuz N, die Menge der M Kreuz N Matrizen über K. Also nehme ich eine beliebige M Kreuz N Matrix über K, sagen wir mal A, und dann muss ich nachrechnen, dass Phi von Phi nach Psi von A gleich die Identität ausgewertet in A ist, also gleich A ist. Ja? Dann nehme ich hier die, wende ich einfach an, die Definition der Hintereinanderschaltung von Funktionen, dann ist das Phi von Psi von A und dann nehme ich die Definition von Psi von A einfach, das ist also Phi von weg W nach FA nach Chord V, einfach stur angewandt. Und ja, das ist jetzt, ja genau, und das ist die, jetzt wende ich die Definition von Groß Phi an, ist die Darstellungsmatrix von weg W nach FA nach Chord V bezüglich der Basen V und W. Ja, nach Definition der Darstellungsmatrix, das hatte ich ja vorher schon praktisch erwähnt, das ist ja genau die Abbildung, die hier reinpasst, die dieses Diagramm jetzt zum Kommutieren bringt, ist genau diese Abbildung. Dann sehe ich, dass das natürlich A ist. Ja? So, also das ist A. Nach Definition der Darstellungsmatrix. Also nach 711 und 713 habe ich im Skript auch drüber geschrieben. Also 711 war eben das da und 713 war die Notation für die Darstellungsmatrix. Kann man auch hier drüber schreiben. 711, 713. Gut, okay, also das war der Beweis für Teil A und dann kommt der B. Zu B. Gut, also da nehme ich jetzt einen beliebigen Homomorphismus, also Beweis ist wieder durch Auswerten, Beweis der Gleichheit der beiden Abbildungen, nehme ich ein beliebiges Element aus dem Definitionsbereich, Definitionsbereich ist Hom von VW, also nehme ich ein F aus Hom von VW und muss Psi nach Phi von, ich muss zeigen, dass Psi nach Phi von F gleich F ist. Okay, aber das ist, wende ich die Definition der Hintereinanderschaltung von Funktionen an, dann wende ich die Definition von Phi von F an, dann habe ich hier Psi von M von F V W und naja, und das ist eben, wende ich die Definition von Groß Psi an, das ist weg W nach F M von FVW nach Chord V. Ja, und das ist ja gerade die Darstellungsmatrix von F bezüglich V und W. Das heißt, das ist dann natürlich F. Eben wieder nach, 711 und 713. 7 ist gleich 711 und 713. Gut, und zu C, dass Psi
linear ist. Ah, das können wir jetzt eben, das können wir erledigen. Okay, das können wir erledigen mit dem, was wir gerade gemacht haben, zu C. Also sein, da muss ich zeigen, additiv und homogen. Für die Additivität nehme ich zwei Vektoren aus dem Definitionsvektorraum. Definitionsvektorraum ist K hoch M Kreuz N von Psi. Und nehme ich A und B und dann nehme ich noch ein Skalar, um die Homogenität noch nachzuweisen. So, und dann muss ich zeigen, zu zeigen, das Wichtigste ist fast immer, was zu zeigen ist. Zu zeigen ist, dass weg W nach FA plus B nach Koord V gleich weg W nach FA nach Koord V plus weg W nach FB nach Koord V. Das ist die Additivität von Psi. Ja, ich habe die Definition von Psi natürlich angewandt hier. Das ist die Additivität von Psi. Und zweitens ist zu zeigen die Homogenität. Das heißt, dass weg W nach F Lambda A nach Koord V gleich weg gleich Lambda mal weg W nach FA nach Koord V ist. Diese Skalarmultiplikation im Vektorraum der M Kreuz N Matrizen über K, im K-Vektorraum der M Kreuz N Matrizen über K. Diese Skalarmultiplikation ist die Skalarmultiplikation im Vektorraum Homm von VW. Ja, okay, gut. Macht erstmal Sinn, das zumindest hinzuschreiben. Und jetzt muss man es natürlich noch beweisen. Und da benutze ich jetzt meine Rechenregeln. In dem Fall bin ich jetzt in dem Fall... benutze ich diese Rechenregeln hier. Bei diesen Rechenregeln hier, da schalte ich ja immer zwei Funktionen hintereinander. Ja, und also auf jeden Fall, wenn ich mir nicht merken will, wie es ist, dann nehme ich einfach den Spezialfall, wo U, V und W beide alles K-Vektorräume sind. Das ist ein Spezialfall und wo alle drei Abbildungen jeweils, also F, G und H jeweils linear sind, ja. Nur dafür brauche ich es jetzt und die Rechenregel sagt halt dann, dass ich hier das Klare rausziehen kann und dass ich, also, dass ich zwei so Distributivgesetze habe. Ja. So kann man sich es merken. Ja. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, wenn ich zum Beispiel, da schalte ich ja jetzt drei Funktionen sogar hintereinander, dann, wenn ich jetzt das anwenden will, dann muss ich natürlich irgendwie erstmal Klammern, dann kann ich zum Beispiel, ich kann ja klammern, wie ich will, beim Hintereinanderschalten von drei Funktionen. Das ist immer dasselbe. Jetzt klammere ich halt mal für ich künstlich mal Klammern hier ein und schau mal, ob ich dann damit durchkomme. Das heißt, ich betrachte sozusagen mal wenn ich schon wüsste, dass das da gleich das plus das ist, ja, also das macht ja Sinn, das so zu formulieren. Also wenn ich wüsste, dass diese lineare Funktion gleich diese plus diese ist, ja, dann wüsste ich jetzt mit einer Rechenregel, mit einer dieser Rechenregeln, dass dann auch diese Gleichheit gilt. Weil ich ja das Koord V, schauen wir uns die Rechenregeln nochmal an. Ja, das F plus G ist eben F plus G und, da müsste ich dann anwenden. Das G plus H ist eben G, das G plus H ist eben G plus H und dann kann ich hier
so das F so dahinter schalten. Ja? Also das mit dieser Rechenregel kann ich sozusagen, also mit dieser Rechenregel kann ich diese Gleichung hier, diese Behauptung reduzieren auf die folgende Behauptung, nämlich wo ich das da wegstreiche. Ja? Okay, ist das klar? Vielleicht daheim nochmal anschauen. Und mit dieser Rechenregel hier, weil das ist ja das, ja, das ist gerade dieses Lambda g, kann ich, also mit dieser, vielleicht kopiere ich es mal, damit es wirklich klar wird. Vielleicht kopiere ich mir mal die Rechenregel hier. Und mit dieser Rechenregel kann ich diese Behauptung reduzieren auf diese Behauptung, wenn ich das da wegstreiche jeweils. Warum? Naja, ich weiß, wenn ich wüsste, dass das da gilt mit dem durchgestrichenen Code V, ja, dann wüsste ich ja, dass das da das Lambda mal G ist, also für G nehme ich sozusagen das da weg, W nach FA, ja. Und für F nehme ich Chord V. Und wenn ich schon das mit durchgestrichenem Chord W wüsste, dann weiß ich, dass das da gleich Lambda mal G ist sozusagen. Und dann, wenn ich das Lambda mal G, wenn ich da das F davor schalte, dann ist das Lambda mal G nach F. Ja, also mit dieser Rechenregel kann ich diese Behauptung reduzieren auf die Behauptung, wenn ich das Code V gelöscht habe. Ja. Vielleicht daheim nochmal ganz genau überlegen. Das heißt, ich habe jetzt hier das reduziert und ich kann jetzt das Ding hier tatsächlich einfach weglöschen. Diese Sache mit Code V. Und zu zeigen ist jetzt nur noch das da. Okay, und jetzt benutze ich noch die anderen Rechenregeln. Vielleicht kopiere ich mir die auch wieder runter. Also, jetzt benutze ich diese Rechenregeln hier. So. Also, da, wenn ich schon wüsste, dass das FA plus B gleich FA plus FB ist, ja, dann könnte ich also das dann, wenn ich das schon wüsste, dann wäre das da sozusagen das FA plus FB, dann könnte ich F für mein rotes F hier könnte ich das FA nehmen, für mein orangenes G könnte ich mein FB nehmen und dann für das H könnte ich das weg W nehmen. Und dann wäre das da die linke Seite und das da wäre die rechte Seite. Ja, also ich kann das mit anderen Worten, indem ich das da benutze, kann ich diese Behauptung hier reduzieren auf die entsprechende Behauptung, wenn ich hier das weg W wegstreiche. Ja. Und indem ich das da benutze, ja, also angenommen, ich wüsste schon, dass F Lambda A gleich Lambda mal F von Lambda F von FA ist, ja, wenn ich das schon wüsste, dann könnte ich für mein F das FA nehmen, für mein Lambda das Lambda, dann wäre Lambda mal F wäre dann Lambda mal F wäre dann mein F Lambda A und für H könnte ich das weg W nehmen. Und dann wäre diese linke Seite wäre das da und die rechte Seite wäre genau das da. Gut, und das heißt, indem ich das da benutze, kann ich diese Behauptung hier reduzieren auf die Behauptung, die entsteht, wenn ich das weg wie hier wegmache. Das heißt,
Ich kann jetzt tatsächlich hier das, was in Rot ist, wieder löschen. So, jetzt muss man es erstmal wieder richtig lesen. Also das, da steht FA plus B, vielleicht schauen wir es uns nochmal hin. FA plus B gleich FA plus FB. Und da steht F Lambda A gleich Lambda FA. Okay. Und ja, das ist jetzt zu zeigen. Das bleibt noch zu zeigen. Also das ist zu zeigen. Gut, und das machen wir jetzt, das machen wir jetzt ganz einfach. Ja, also das rechnet man sofort nach, ja, indem man wieder auswertet. In ja, Definitionsbereich von diesen Abbildungen ist jetzt k hoch n. Muss man jetzt in einem Vektor x in k hoch n auswerten. Dann habe ich f a plus b von x ist a plus b mal x. Und da rechnet man sofort nach, dass das ax plus bx ist. Soll natürlich wieder so geklammert sein wegen Punkt vor Strich. Ja. Diese Multiplikation ist jetzt Matrix mal Vektor hier. Und das, die Addition ist die Addition im Vektorraum der M Kreuz N Matrizen über K, das geht eintragsweise. Und das rechnet man sofort nach. Das ist fast trivial. Und dann haben wir da, dann, und ja, und dann ist das FA von X plus FB von X. Und F Lambda A von X ist Lambda A mal X und das ist Lambda AX. Das rechnet man auch sofort nach und das ist dann Lambda F A von X. Und fertig. Ja, und dann habe ich diese beiden Gleichungen gezeigt. Gut, das war der Beweis. War etwas länglich, aber letztlich war es nur abstrakt und nicht wirklich schwierig. Okay, dann Korollar. Also, was haben wir denn jetzt bewiesen? Vielleicht kopieren wir uns das nochmal runter. So. Und ziehen jetzt daraus ein Korollar. Ja, im Korollar nutze ich einfach aus, einfach, dass es einen Vektorraum-Isomorphismus gibt zwischen K hoch M Kreuz N und HOM von VW in dieser Situation, wenn V und W endlich dimensionale K-Vektorräume sind. Ja, wenn V und W endlich dimensionale K-Vektorräume sind, dann gibt es ja Basen, dann kann ich also zwei solche Basen wählen und dann bekomme ich eben ja, auf diese Weise, wie hier beschrieben, ein Isomorphismus zwischen dem K-Vektorraum K hoch M Kreuz N und dem K-Vektorraum HOM von VW aller linearen Abbildungen von K-Vektorraum V in den K-Vektorraum W. Genau, und dann insbesondere gibt es so einen Isomorphismus, das heißt, diese Vektorräume sind isomorph, ja, die sind isomorph, also bei N natürlich die Dimension V von V und M die Dimension von W ist, also einfach durch Ausnutzung von 718 und der Tatsache, dass ein endlich dimensionaler K-Vektorraum eine Basis hat, eine endliche natürlich dann, kriege ich hier diese Isomorphie von diesen K-Vektorräumen. Ja, und insbesondere gilt dann, dass dieser K-Vektorraum, der ist natürlich endlich dimensional, da kann man sofort eine Basis angeben zum Beispiel könnten Sie nehmen als Basis Elemente könnten Sie die nehmen, die Matrizen, die überall Nullen haben, außer an einer Stelle einen 1-Eintrag. Ja, das ist praktisch genauso wie bei den Vektoren, da gibt es die Standardbasis sozusagen auch hier. Ja, und das heißt, das da ist natürlich M mal N-dimensional, weil so eine M-Kreuz-N-Matrix hat eben M mal N Einträge und dann kann ich da mich entscheiden, wo ich die 1 hinsetze. Ja. Und dann haben wir da hier
dass das die Dimension m mal n hat, dann hat das auch die Dimension m mal n. Also die Dimension von Homm von VW ist m mal n. Okay? Gut. Also man könnte es auch nochmal so begründen, dass k hoch m Kreuz n auch isomorph ist zu k hoch m mal n. Ja? Und wie geht das? Naja, Sie nehmen einfach so eine Matrix A11. Sie kriegen einen Isomorphismus. Indem Sie eine Matrix A11 bis A1n, AM1 bis AMN, indem Sie so eine Matrix abbilden. Jetzt können Sie sich entscheiden, wie Sie es machen. Ja, ich brauche irgendwie so einen ganz langen Vektor, also als Spaltenvektor geschrieben, A11, A1. Zum Beispiel kann ich so machen, dass ich erstmal die erste Zeile, so wie man halt einen Text liest, erstmal die erste Zeile, dann so eine Art Linearisierung der Matrix, sagt man auch, ja, A21 bis A2n und so weiter und so weiter. Ja. Ich lese einfach hier die Einträge so runter. Ich könnte es natürlich auch irgendwie anders machen, aber so geht es zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich ein Isomorphismus, sieht man sofort. Gut, ja, und der hat natürlich Dimension m mal n. Gut, okay, dann 7, 1, 10. Definition und Bemerkung. Sei V ein K-Vektorraum mit Basen V gleich V1 bis Vn und W gleich W1 bis Wn. Ja, also ich habe hier, insbesondere muss V natürlich endlich dimensional sein und dass diese Basen hier dann dieselbe Länge n haben, das ist eigentlich, ja, das ist ja automatisch dann so, wenn ich zwei Basen habe, haben die jeweils n Elemente, n ist die Dimension von V. Gut, und dann heißt m von V, W, Sie sehen schon, das ist meine Notation für Darstellungsmatrizen, aber da steht gar nicht mehr da, von welcher linearen Abbildung das die Darstellungsmatrix sein soll. Schauen wir mal, das war ja die, also das war die Definition, das war diese Notation hier, aber ich habe hier gar kein F mehr. Ja. Was ist dann damit gemeint? Ich habe ja hier auch keine lineare Abbildung gehabt, dann nehme ich einfach die Identität auf V. Das ist die langweiligste Abbildung auf V vielleicht. Ja. Die Identität auf V, die jedes Element auf sich selber abbildet, ist natürlich eine lineare Abbildung von V nach V. Ja. Das heißt, ich habe Definitions- und Zielvektorraum von der Identität auf V ist jeweils V, groß V. Und im Definitionsvektorraum habe ich eine Basis V und im Zielvektorraum auch eine Basis W. Ja? Und Definitions- und Zielvektorraum ist ja dasselbe. Das heißt, ich habe einfach zwei Basen vom selben Vektorraum V. Gut, und dann kann ich ja diese Darstellungsmatrix bilden. Ja? Die ist vielleicht, obwohl die Abbildung Identität auf V sehr langweilig ist, ist diese Matrix vielleicht weniger langweilig. Ja? Okay. Die hängt ja sowohl von V als auch von W ab und so weiter. Okay, gut, und da schreibe ich einfach M von VW für diese Matrix. Das ist meine Notation. Und das ist die Matrix, das nennt man die Matrix, das ist die Darstellungsmatrix der Identität auf V bezüglich der Basen V und W. Aber man nennt sie auch einfach die Matrix des Basiswechsels von V nach W. Und warum nennt man sie das so? Das wollen wir jetzt verstehen. Schauen wir erstmal an, was eigentlich hier mit dieser Bedingung hier passiert, wenn ich die Identität hier habe. Also wenn hier W gleich V ist, vielleicht male ich das mit Rot einfach mal rein. Wenn W gleich V ist, ja, also ich habe gar kein W mehr, ja, sei V ein K-Vektorraum mit Basen V und W, ja, und das ist dann dieselbe Länge n natürlich, anders geht es dann gar nicht. Und dann eine Matrix A aus K hoch n Kreuz n heißt Darstellungsmatrix von Identität V bezüglich der Basen V und W. Falls, und dann muss ich ja hier die Identität auf V reinschreiben. Ja. Ja, also ich habe hier dann die
Identität auf V. Ja. Und naja, aber schauen wir uns vielleicht einfach die Gleichung an. Hier steht Identität auf V ist gleich weg W nach FA nach Chord V. Ja. Und das kann ich, das schaut fast ein bisschen kompliziert aus. Da könnte ich vielleicht mit Chord W könnte ich Chord W noch dahinter schalten. Ja. Wenn ich dann auf der linken Seite bekomme ich dann Chord W. Chord W geht ja von ist ja die Koordinatenabbildung bezüglich der Basis W auf V, die geht ja von V nach K hoch N, ja. Das kann ich sicherlich hinter die Identität schalten, die von V nach V geht, ja. Also Chord W ist ja Chord W nach Identität auf V, ja. Und das ist, wenn ich jetzt für Identität auf V das da einsetze, dann, weil Chord W nach weg W, Chord W ist ja die Umkehrabbildung von weg, von der Vektorabbildung bezüglich W, also Chord W nach weg W ist ja die Identität auf K hoch N, dann bekomme ich ja, das ist einfach Identität auf K hoch N nach FA nach Chord V. Also das ist einfach FA nach Chord V. Ja. Also mit anderen Worten, aus dem da bekomme ich leicht, dass Chord W gleich FA nach Chord V ist. Ja. Und umgekehrt aus dem, wenn ich das weg W wieder dahinter schalte, bekomme ich das wieder zurück. Ja, also ich kann dann in dem Fall, kann ich das Stern einfach ersetzen, mit anderen Worten. Ich kann das Stern hier, das Stern ist in dem Fall einfach äquivalent zu Chord W gleich FA nach Chord V. Ja. Und das kann man vielleicht jetzt ein bisschen leichter verstehen. Ja? Das heißt doch einfach, das heißt einfach, wenn ich, okay, das ist eine Gleichheit von Funktionen, vielleicht kann ich mir die nochmal expliziter hinschreiben, dass ich sage, Chord W ist ja definiert auf dem Vektorraum V auch. Ja? Also wenn, das heißt, dass für alle V in V gilt, dass die Koordinaten bezüglich der Basis W von V gleich, gleich FA von Chord V von V ist. Also gleich A mal Chord V von V. Ja? Das heißt, wenn ich kann die Koordinaten eines Vektors bezüglich der geordneten Basis V, kann ich umrechnen in Koordinaten bezüglich der geordneten Basis W desselben Vektors, indem ich einfach mit der Matrix A multipliziere. Das heißt, ich kann Koordinaten, kurz gesagt, ich kann Koordinaten bezüglich V umwandeln in Koordinaten bezüglich W, durch Multiplikation mit dieser Matrix. Ja? Und deshalb nennt man das die Matrix des Basiswechsels von V nach W. Ja? Okay. Weil sie Koordinaten bezüglich V umrechnet, schauen wir es uns nochmal an, in Koordinaten bezüglich W. War es so, ja? Koordinaten bezüglich V werden umgerechnet, indem ich mit der Matrix von links multipliziere, in Koordinaten bezüglich W. Okay? Ja, genau. Deshalb Basiswechsel von V nach W. So, also dies ist schreiben wir es hier noch auf. Also dies ist nach 711 die eindeutig bestimmte Matrix A aus K hoch N Kreuz N, ja, also eine quadratische Matrix, mit der Eigenschaft, dass Koordinatenabbildung bezüglich W gleich FA nach Koordinatenabbildung bezüglich V ist. Also sind, mit anderen Worten, sind Lambda 1 bis Lambda n die Koordinaten eines Vektors bezüglich V. Ja.
So sind μ1 bis μn die Koordinaten desselben Vektors bezüglich w, wenn der Vektor μ1 bis μn entsteht aus, indem ich diese Matrix des Basiswechsels von v nach w multipliziere mit dem Vektor der Koordinaten bezüglich v. Gut, okay, also das ist eine höchst nützliche Sache, dass Matrix des Basiswechsels zwischen zweier Basen, zwischen zweier geordneten Basen natürlich eines endlichdimensionalen Vektorraums. Und die wird uns noch oft begegnen und noch oft beschäftigen. Und das ist einfach ein Spezialfall von Darstellungsmatrizen, Darstellungsmatrizen der Identität. Gut, 7.1.11, Definition, und das ist auch das letzte in diesem Kapitel, in diesem Abschnitt, ist V ein K-Vektorraum mit Basis V unterstrich gleich V1 bis Vn und F von F nach W, F nach, von V nach V linear, also ein K-Vektorraum Endomorphismus mit anderen Worten. Und F von V nach V linear, so heißt, jetzt kommt einfach eine Notation, die ich vorher schon mal anwenden wollte, die ich eigentlich schon mal gesagt habe, dass ich hier, wenn ich zweimal dieselbe Basis nehme, das haben wir ja in den Beispielen oft gehabt, dass ich die Darstellungsmatrix bezüglich derselben Basis nehme, ja, das sollte natürlich hier der Definitions- und Zielvektorraum derselbe sein, das ist hier so, dann kann ich hier auch dieselbe Basis nehmen im Definitions- und Zielvektorraum. Und dann, wenn ich dieselbe nehme, dann schreibe ich die einfach nur noch einmal hin. Also es ist nochmal eine neue Notation, wo eben nur noch eine Basis vorkommt. Ja? Und das ist natürlich dann auch wieder eine quadratische Matrix. Das ist dann in K hoch N Kreuz N. Und das nimmt man die Darstellungsmatrix. Darstellungsmatrix. Das ist ja die Darstellungsmatrix von F bezüglich der Basen V und V. Und dann sagt man halt einfach Darstellungsmatrix von F bezüglich V. Nennt man das V halt nur einmal. Also es ist ein wichtiger Spezialfall, der auch oft vorkommen wird, dass wir dieselbe Basis betrachten, wenn wir Vektorraumendomorphismen betrachten. Gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir sehen uns bald in der Vorlesung. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.